Hey Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker 2, hier bei den Leveln aus aller Welt. Wir stehen kurz davor, bei der sehr schwierigen Endlos-Herausforderung hier in Mario Maker 2 Geschichte zu schreiben, könnte man sagen. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber wir stehen auf jeden Fall kurz davor, zu den besten 100 Spielern hier in der sehr schwierigen Endlos-Herausforderung zu gehören. Denn dafür müssen wir jetzt nur noch ein einziges weiteres Level schaffen. 22 Stück insgesamt, 21 haben wir schon. Dafür haben wir noch 8 Versuche und das sollte eigentlich machbar sein. Aktuell sind wir, glaube ich, auf dem Rang 105 oder sowas. Aber ich habe eben schon nachgeschaut und 22 Level zu schaffen dürfte ausreichen, weil man dann auf dem 98. Platz ist. Halt geteilt noch mit einigen anderen. Aber dann ist man bei den besten 100 dabei. Und das wäre schon richtig cool, wenn ich das jetzt schaffen könnte. Und die Wahrscheinlichkeit mit 8 Versuchen ist auch schon recht hoch. Ich werde natürlich auch versuchen, wenn ich das jetzt schaffen sollte, dann noch darüber hinaus auch weiterzukommen, weil ich halt dann sogar noch besser als 98. werden kann und weil ich dann noch eher die Platzierung halt als einer der besten 100 behalten kann. Die Lava steigt, ja, da will ich, das will ich sofort wegskippen, das will ich nicht haben. Also ich muss halt jetzt, ich meine, mein Hauptziel wird es auf jeden Fall jetzt sein, Easy Kaizo, toll. Mein Hauptziel wird es jetzt sein, dass ich einfach ein Level finde, was ich halt dann spielen will und wo ich 8 Versuche aufbringen will. Nee, ich muss auf den Koopa springen und dann von dem Koopa wegspringen. Nochmal, wo die Münze ist, die andere, muss dann den Panzer, der an Ort und Stelle bleibt, aufnehmen und dann da nach oben gegen den On-Off-Schalter werfen. Und dann komme ich weiter. Und das ist nur der Anfang. Ja. Nee, das wird, glaube ich, auch nicht dieses eine Level. Weil ich meine, wenn ich... Hier sind sogar jetzt Münzen am Anfang, nur wenige, aber es sind Münzen. Aber Münzen oder Leben haben jetzt erstmal praktisch keine Priorität mehr für mich, eigentlich. Weil mein Hauptziel ist es, jetzt noch ein Level zu schaffen. Wenn ich noch weitere Level darüber hinaus schaffe, ist es schön. Aber ich will unbedingt dieses eine Level schaffen. Und wenn ich da jetzt halt Leben kriege, dann ist es so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Okay. Das probiere ich mal. Oh Gott, das war schon sehr knapp. Aber wir haben schon Leben erhalten. Aber das ist mir, wie gesagt, eigentlich egal. Weil ich halt überhaupt ein Level wenigstens schaffen will. Und ich muss mir halt... Oh Gott. Oh nee. Ich muss mir halt irgendwann jetzt eines aussuchen, bei dem ich wahrscheinlich alle 8 Versuche aufbringen will, bis ich es dann irgendwann schaffen kann. Soll es das sein? Da rechts jetzt hinzukommen, ist super schwierig. Das ist richtig schwierig, weil vor allem, wenn ich mit Anlauf springe, dann ist es, glaube ich, so, dass ich da oben gegen die Kreissägen einfach springe. Ja. Und vor allem den On-Schalter erstmal zu treffen. Scheiße. Ist auch gar nicht so einfach. Ja. Boah, das ist super schwierig. Weil wir haben auch da oben ein X gesehen. Also wenn ich da mit vollem Anlauf springe, dann springe ich da oben dagegen. Aber da unten war ja auch die Kreissäge. Und der Anfang ist auch schon gar nicht so einfach hier. Nee. Das muss ich ausskippen. Jetzt habe ich leider halt einen Versuch hergeben müssen. Aber das würde ich vielleicht auch in 7 weiteren Versuchen sogar nicht schaffen, weil das sehr, sehr schwierig wirkte, das Level. Ja, ich muss eines finden, was machbar ist mit 7 Versuchen jetzt dann noch. So, Slippery Slopes. Ja, aber auch wieder ein Speedrun. Ne? Nee, skippen. Da habe ich jetzt auch zu viel Angst gehabt. Vor allem, weil es ein Speedrun-Level war. Und das hätte ich, glaube ich, auch nicht mehr schaffen können. Okay. Oatmeal for dinner. Ist das machbar? Nee. Nee, da komme ich niemals. Jetzt habe ich eh schon verkackt, vor allem, weil ich zu langsam war. Aber da würde ich niemals durchkommen. Mit den ganzen, also würde ich schon, ne? Aber ich würde halt sehr viele Versuche aufbringen müssen. Vielleicht mehr als 7. Und jetzt noch ein halbwegs gutes Level zu finden, ist doch jetzt nicht zu viel verlangt, oder? Hoffe ich mal. Trollblöcke übrigens. Ich habe da jetzt immer Angst. Vor allem jetzt noch, wo ich nur noch ein einziges Level schaffen muss, um Geschichte schreiben zu können. Oder so. Na, kein verstecktes Power-Up, schade. Oder? Nee, das wäre cool gewesen. Aber gut. Ich würde sogar nicht in die Lücke reinhauen, sonst komme ich da gar nicht hoch genug. Also die Lücke ist sogar zum Trollen da. Irgendwie. Aber warte mal, ich kann sogar versuchen. Geht das? Ja, das geht nämlich, glaube ich. Da so rüber zu kommen. Das wäre nämlich ziemlich cool, wenn ich das schaffen könnte, weil ich dann das Sprungbrett noch mitnehmen könnte. Und das soll man an der Stelle, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr haben. Aber ich könnte halt dann mir das ein bisschen leichter machen. Und an der einen oder anderen Stelle... Ach komm jetzt. An der einen oder anderen Stelle dann vielleicht tricksen. Ach komm jetzt.
Okay, geht doch. So, da ist nämlich nochmal eines, aber ich habe jetzt halt noch meins dabei. Und aufpassen ist eine rote Röhre, aber ich stehe ja dran. Oh Gott, aber wenn ich da hochspringe, das wusste ich gar nicht genau. Dann kommt die wieder raus. Okay. Jetzt drüber, okay. Aber ich hasse rote Röhren, hey. Okay. Wenn ich hier stehe, bin ich aber safe, genau. Ich kann sogar Münzen bekommen da oben. Warum nicht? Und sogar ein Leben, auch wenn das, wie gesagt, erstmal irrelevant ist. Okay, darüber. Mit Anlauf. Okay. Aber das sieht bisher wie ein machbares Level aus. Also das probiere ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Jetzt kann ich nämlich hier ein bisschen abkürzen. Also ich weiß nicht genau, was ich jetzt da verpasst habe da rechts, aber ich will es auch gar nicht wissen. Weil, ja, ich glaube nicht viel. Na, aber ich konnte ein bisschen abkürzen. Also ich konnte Sprungbrett noch sinnvoll benutzen. Das ist ja das Wichtigste. Da ist nix. Aber da unten war ein Fragezeichenblock. Da kann ich mir eher vorstellen. Vielleicht sogar ein Power-Up. Das wäre cool. Nee, auch nur eine Münze. Na gut. Aber ich will den Panzer wieder mitnehmen. Also das habe ich ja schon häufiger erwähnt. In Mario World, vor allem im Mario World-Stil, will ich immer Panzer irgendwie dabei haben. Oder auch andere Objekte wie Sprungbretter. Aber vor allem Panzer. Panzer sind sogar fast noch besser, finde ich, als Sprungbretter. Weil ich halt damit auch Gegner sogar besiegen kann. So zum Beispiel. Genau. Ja, das hat jetzt nicht ganz geklappt, leider. Und ich habe halt ein Schutzschild auch noch vor mir, der mich noch vor Gefahren eben schützen kann. Also, ich finde den echt ziemlich cool. So, zack. Ich kann eben hier so nach unten fallen lassen oder auch geradeaus nach oben werfen. Und den so noch ziemlich gut kontrollieren, aber halt einige Gegner damit töten. Und das ist echt super. Ja, Power-Ups gibt es aber hier nicht so viele, leider. Das ist ein bisschen schade. Nein! Nein! Na, das hätte ich mir eigentlich denken können. Und ich habe mir vor allem gerade umgedreht, dass mir der Panzerschutzschild dann doch nichts gebracht hat. Ach Mann, ey. Okay, ich will jetzt aber mal gucken, was hier am Anfang ist, wenn ich nicht die Abkürzung benutze. aber ja, da ist gar nichts. Ich komme dann direkt da hoch zu dem Goomba und, oder Galumba und ich habe quasi gar nichts abgekürzt. Aber okay, es hat mir trotzdem ein gutes Gefühl gegeben, da abzukürzen. Und ja, dieses Level, das nominiere ich jetzt mal als dieses eine, das ich jetzt noch schaffen will. Weil, außer es kommt am Ende eine Ultra-Bullshit-Stelle, was ich aber nicht hoffe. Aber es sieht bisher wirklich wie ein sehr faires Level auch aus. Ich muss halt bei den Piranha-Pflanzen aufpassen. Ich meine, das ist nichts Unfaires, was da gerade passiert ist, weil das ganze Level baut ja darauf auf, dass Piranha-Pflanzen aus Röhren rauskommen. Also ich hätte es mir eigentlich denken können. Und wenn ich darauf aufpasse, dann ist das schon machbar. Also ich will jetzt hier alle meine 6 Leben noch verwenden, im Normalfall. Und ich schaff's halt oder ich schaff's nicht. Oh Gott. Zum Glück habe ich den Schutzschild diesmal gehabt. Das ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Ist da oben keine drin? Ne, ich glaube, ich war nur nicht weit genug oben und die kam noch nicht raus, deswegen. Ja genau, die braucht nämlich immer ein bisschen. Okay. So, und hier 2 Röhren. Ah ne, okay, da kommt... Boah, ich habe schon wieder vergessen. Ich dachte mir jetzt gerade schon, welche Röhre ich reingehen soll, aber natürlich kommen da auch Piranha-Pflanzen raus. Habe ich Glück gehabt. Okay, den Checkpoint erstmal. Aber, ja, das heißt aber, dass das Level noch ein bisschen geht. Aber... Ja, das will ich auf jeden Fall jetzt machen. Ah, nice. Okay, sehr nice. Mit Feuerblume jetzt auch noch. Da habe ich jetzt schon gute Chancen, denke ich mal. Jetzt auch noch mit Checkpoints. Also das hier wird entweder das Level sein, bei dem ich verkacke, oder das Level, mit dem ich dann zu den besten 100 gehöre. Okay. Ist das eine Bonusröhre? Ich meine, das kann mir eigentlich egal sein, weil ich will ja keine weiteren Leben unbedingt haben, aber ich kann mal kurz nachgucken. Ah, okay, da komme ich einfach zu einer 50er-Münze hin. Okay, das ist natürlich geschenkt, nehme ich dir natürlich gerne an. Wenn ich dafür jetzt irgendwas halbwegs Schwieriges hätte machen müssen, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan, weil meine oberste Priorität ist, dass ich das Level schaffe. Danach, also ab dem nächsten Level, werde ich dann schon wieder auch ein bisschen mehr nach One-Ups und Münzen gehen, mehr als jetzt. Weil jetzt mache ich es ja wirklich nur so ganz, ganz nebenbei, wenn sie direkt auf dem Weg liegen, so ungefähr. Da komme ich nicht. Ja, ich könnte auch sogar mit dem Shell-Jump hoch. Aber nee. Weil danach will ich halt wieder noch viel weiterkommen. Aber jetzt will ich erstmal das schaffen. Und das ist sogar ein bisschen doof jetzt. Weil wenn ich einen Spin-Jump mache, dann schieße ich ja automatisch, das kann ich gar nicht verhindern, schieße ich automatisch Feuerbälle. Und dann töte ich die. Also ich muss sogar hier Schaden nehmen, ja. Da habe ich anders nicht wirklich eine gute Wahl, da durchzukommen. Okay. Sehr gut. Kommt noch viel? Nee, Ziel. Yes.
Wir haben es gleich geschafft, Leute. Yeah, sogar noch 3 Leben bekommen. Also wir haben sogar jetzt 9 Leben, was mehr ist als am Anfang des Videos. Aber wie gesagt, das war mir eigentlich völlig egal. Ich wollte nur noch ein Level finden, was wir schaffen können, und das hier ist es. Es war auch ein tolles Level übrigens. Keine unfaire Stelle, schöne Secrets, schönes Prinzip, echt cool. So, und jetzt? Yeah, wir sind 98. Wir sind bei den besten 100 dabei. Nice. Sehr cool. Richtig cool. Genau, das heißt auch, wenn ihr jetzt nach den Baumeistern sucht online, dann dürfte da ich auftauchen bei den besten 100. So, genau, ich bin ein Pro, so ist es. Aber nee, ich will jetzt nicht zu arrogant hier rüberkommen, weil mein Ziel ist es jetzt, wie gesagt, noch. Okay. Jetzt will ich auch wieder mehr nach Münzen und One-Ups gehen, ganz normal. Weil jetzt ist es nicht mein Ziel, mehr ein Level zu schaffen, sondern halt so viele, wie es noch geht. Ja, nee. Das schaffe ich nicht. Dann muss ich... ich gehe mal am besten nach oben zurück und werde gleich einfach skippen. Weil ich bin zwar jetzt 98. Und das ist auch okay so. Aber wenn ich halt noch mehr schaffen... Also ich skippe es erstmal. Wenn ich halt noch mehr schaffen könnte, dann wäre das ziemlich cool. Weil es müssen halt jetzt nur 2 oder 3 Leute kommen, die halt weiterkommen als ich, die 23 Level mindestens schaffen, und dann bin ich schon nicht mehr bei den besten 100 dabei, wisst ihr? Und wenn ich halt jetzt noch mehr Level schaffen kann, wäre das wirklich sehr, sehr günstig, weil ich halt dann noch sicherstellen kann, dass ich für alle Zeiten oder für sehr lange Zeit zumindest, dass ich da halt bei den besten 100 dabei bleiben könnte. Das wäre schon cool. Okay, hier muss ich 5 rote Münzen sammeln. Ich habe die schon gesehen. So ein bisschen rätselmäßig. Will ich das machen? Ich weiß nicht. Das ist jetzt schwierig abzuschätzen, was ich als ersten Schritt machen soll. Irgendwie. Ja, ich traue mich irgendwie... Ich traue mich nicht ganz, gegen die Bob-Oms da zu springen, weil ich nicht genau weiß, was dann passiert. Mit den Mancha auch. Warte mal. Ja, da oben ist nämlich ein Powerblock. Aber ich weiß nicht. Aber das bringt mir, glaube ich, nicht viel, weil die Manchas werden nicht getötet, wenn ich den Powerblock werfe. Ich muss sie, glaube ich, erst zu Boden lassen. Ja, ich mach's schon mal. Okay, das war jetzt ein bisschen chaotisch. Aber das ist sogar eigentlich okay, finde ich, was da jetzt passiert ist. Der eine läuft jetzt weg, oder beide laufen weg. Die beiden Manchas sind zwar jetzt noch da und die sind auch im Weg. Aber ich kann mir ja jetzt halt gleich den Powerblock holen und die dann einfach töten. Und dann komme ich zu der einen roten Münze schon mal hin. Weil ich könnte jetzt auch so vorbeispringen, aber das ist mir zu riskant. Ich will den Powerblock benutzen. Dafür ist er auch da. Wahrscheinlich. Ja. Außer da oben sind natürlich einfach Stacheln. Toll. Ich meine, das hätte ich mir sogar eigentlich gerade eben schon... Ich meine, das ist sogar eigentlich ganz cool, weil man muss ja zuerst hier oben entlang. Und den aktivieren, dass man da reinkommen kann. Und da kann man sich ja schon mal das alles angucken. Was ich bei dem Steinblock übrigens machen muss, habe ich keine Ahnung da. Um an die ranzukommen, aber okay. Ja, man kann sich das da angucken und weiß dann, okay, ich darf da nicht hoch genug springen. Oder nicht zu hoch springen. Also, ist nicht unfair oder sowas. Ich war nur blöd. Soll jetzt aufpassen? Okay, gut. Ja, ich mach's mal genauso wie gerade eben, würde ich sagen. Ja. Aber okay, das ist jetzt schon anders als gerade eben. Okay, aber der Effekt ist ähnlich. Genau, passt alles. Nein! Da war auch eine Kreissäge. Ich muss mir das jetzt merken, wie das aufgebaut ist. Irgendwie, weil sonst... Oder ich muss mir einfach merken, dass ich keine zu hohen Sprünge machen darf. Weil das irgendwie in dem Level dann ziemlich fatal ist. Aber ist auch nur bei der roten Münze eigentlich so. Ne? Ja, bei allen anderen roten Münzen ist darüber nichts. Bei der noch, aber da... Das kann ich ja sehen. Aber die rote Münze am Anfang und der Powerblock sind die einzigen Stellen, wo ich nicht zu hoch springen darf. Und genau bei denen springe ich natürlich zu hoch. Das ist ja typisch. Ach man, ey. Na gut. Aber wir machen es dann gleich nochmal genauso wie gerade eben, würde ich vorschlagen. Das hat ja, jetzt habe ich wieder das hier, aber das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir wieder was komplett anderes. Toll. Stirbt die obere jetzt eigentlich? Okay, sie stirbt, ja. War ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, weil die so schief aufeinander gestapelt war. Aufpassen jetzt. Okay, gut. Aber ich habe jetzt halt, ich meine, ich habe schon 2 Leben durch die ganzen Münzen auch gesammelt, aber ich habe halt jetzt erst eine rote Münze. Und wie komme ich jetzt eigentlich weiter übrigens? Hätte ich einen von den Bob-Oms benutzen müssen, um mir den Weg freizusprengen irgendwo? Ich glaube sogar schon, weil ich habe jetzt nämlich, da oben war ja auch ein Fragezeichenblock noch irgendwie, aber da komme ich ja auch nicht hin. Da oben, genau, ja.
Ja, und wenn ich hier reingehe, bin ich auch eingebaut. Ja, aber ich weiß nicht. Nee, muss ich glaube ich abbrechen. Weil es nicht mehr geht. Aufpassen jetzt. Ja, das ist ärgerlich, weil ich da schon 2 Leben gesammelt habe, aber... Ich habe erst 1 rote Münze gehabt und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hätte die Bob-Oms wahrscheinlich irgendwie benutzen müssen. Aber das war mir jetzt dann doch zu schwierig. Schade eigentlich. Okay, so Katz und Maus haben wir jetzt. Okay, für die Welt natürlich und ja, das dachte ich mir schon. Ja, wenigstens ein Power-Up. Okay, und das ganze Level lang wird mich jetzt Bowser verfolgen. Na toll, kein Trollblock, danke. Ja, bei diesen blöden Ausrufezeichenblöcken habe ich... Scheiße, okay, aber alles gut. Habe ich schon so Albträume von denen, weil man da so leicht mit den Trollstellen einbauen kann. Aber hier zum Glück nicht. Okay. Nein, bitte nicht ganz runter sinken. Okay. Ich lebe noch. Der sinkt nicht ganz runter in die Lava, das ist gut. Oh mein Gott. Ja, Katzenbowser ist schon ein bisschen im Weg. Und fuck ey. Ich meine, das ist aber eine coole Mechanik von Mario Maker allgemein, oder Mario Maker 2 jetzt allgemein, dass er einem das ganze Level lang folgen kann und dass man da wirklich dann um Katzenbowser herum ein Levelprinzip quasi bauen kann. Okay, aber Checkpoint schon. Das ist doch gut. Und wir haben ja auch schon hier ein Leben erhalten. Und es gibt Power-Ups und sowas. Also das ist auch bisher ein nettes... Okay, ja, danke. Ein nettes Level. Ja, ich muss schnell weiter. Okay, ich glaube, es sind keine Trollblöcke dabei. Ja, komm ey, du Arsch. Was fällt dir ein? Okay, hier hoch. Ja, das wird schon ein bisschen eng langsam. Mehr Power-Ups bitte. Danke. Das, ja, komm jetzt. Nein! Es gab schon so viele knappe Situationen hier. Okay, jetzt den wieder mitnehmen und hier nach oben. Ja. Nein! Ja, komm ey, was will ich denn da machen eigentlich? So, tschüss. Dann hier rüber. Kein Trollbock bitte. Aber waren sie bisher nicht. Okay, ja, gut. Oh nee. Nein! Jetzt ist Kamek auch noch im Weg. Ja, das ist jetzt sehr, sehr schlecht, weil ich muss jetzt hier immer im Zickzack nach oben, genau. Aber währenddessen nervt mich Katzenbowser und auch noch Kamek. Ja, vor allem Kamek ist auch total im Weg. Jetzt zum Beispiel, weil der ist auch groß und ich komme da gar nicht vorbei an ihm. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel verkackt. Ja, scheiße. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass es überhaupt passieren kann, dass man dann nicht mehr weiterkommen kann. Ärgerlich. Okay, ich komme mir sogar diesmal hier einen Superhammer holen. Das ist natürlich ziemlich cool. Weil, ich meine, ich könnte ja sogar versuchen, mit dem Superhammer Bowser zu töten. Aber nee, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Ich meine, dann wäre der nicht mehr im Weg, schon klar, aber... Ja, fuck ey. Der hält da viel zu viele Hits aus dafür. Und ich will ihn dann lieber halt, ich will das Power-Up lieber dafür benutzen, um halt selber einen weiteren Hit einstecken zu können. Ja, und hier will ich jetzt, glaube ich, mal die Bob-Oms benutzen, um abzukürzen. Das hätte ich gerade eben auch schon machen sollen, weil ich halt dann... Ja, komm ey! Weil ich dann nicht so sehr im Zickzack da hätte entlanglaufen müssen. Nein! Kann ich jetzt bitte hier weiterkommen? Danke. Jetzt aber schon alles kaputt hier. Ganz ruhig jetzt. Okay, hier nach oben. Okay. Warst du schon? Oder? Ja, Checkpoint, ja, das noch dachte ich mir schon. Ja, vielleicht müssen wir ihn jetzt noch besiegen dann am Ende oder so. Nochmal Superhammer, okay. Nee, ich muss jetzt selber durch mit dem, okay. Alles klar. Ah nein, nein! Nein! Ich hab den nicht gesehen! Ach Mann. Ja, das ist sogar auch ein kleines bisschen doof, weil man kriegt ja da vorne einen Superhammer und denkt halt dann, dass man das freimachen soll. Und dann kommt aber von oben, da ist sogar immer einer drin. Und dann kommt halt von oben so ein Steinblock. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich meine, ich habe da jetzt nicht so genau drauf geachtet, leider. Der geht ja sehr langsam nach unten und man hört auch den Boden erzittern. Also, das ist nicht so schlimm. Das war aber blöd von mir hauptsächlich. Ja, nee. Scheiße. Fuck, ey. Ja, ich muss da jetzt nach oben irgendwie. Okay. Nein! Nein, 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 nein! Das wird langsam... Nein! Das wird langsam ein bisschen chaotisch, das Level. Ah, da sind Bob-Oms drin. Und ich muss mir noch den Weg freimachen. Scheiße. Oh nee, das schaffe ich nicht mehr. Nein. Oh, aber da ist das Ziel. Also, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das Level. Das kriegen wir hin. Nein! Ach Mann, ey. Oh, also bei der Stelle hier durchzukommen, wo da so viel in die Luft fliegt, wo der Kugelwind noch kommt und der Steinblock, das ist echt zu schwer. Nein, jetzt will ich es aber schon schaffen. Ich will jetzt nicht nochmal.
nebenher geben müssen. Reicht es aus? Okay, danke. Ist da noch? Okay, ich bin hier safe. Ja, ich kann sie nicht oben erreichen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Egal. Alles gut. Okay. Jaha! Sehr schön! Okay, haben wir doch noch ein weiteres Level auch schaffen können. Sehr gut. Und das war eigentlich schon ganz cool, würde ich sagen. Es gab so ein paar Stellen, die ich nicht so mega toll fand, die ein bisschen unintuitiv waren. Die eine Stelle nach dem Superhammer direkt oder dass man sich einbauen konnte bei dem Zickzackweg so ein bisschen. Aber das war jetzt trotzdem nicht mega unfair und hatte schöne Ideen, es war abwechslungsreich. Power-Ups, Secrets, Checkpoints, ja, eigentlich alles, was man so braucht für ein gutes Level, das hat schon auch ein toll verdient, würde ich sagen. So, und damit sind wir jetzt 85. Mhm. Und das ist halt nochmal um einiges besser als gerade eben 98. Weil jetzt müssen halt 15 oder 16 Leute kommen, die besser sind als ich, damit ich dann wieder aus den 100 rausfliege. Und das ist halt sehr viel unwahrscheinlicher. Deswegen sieht es jetzt nochmal besser aus für mich. So, dann haben wir finally used shells. Okay. Mal gucken. Power-up und Münzen am Anfang. Das sieht sehr nett aus, das Level. Und Leben. Na komm. Das waren 7 Gegner. Wirklich? Ach man, ey. Das ist blöd. Ich kann... Das geht nur in Mario World im Original, aber nicht hier in Mario Maker. Da kann man nicht einen Panzer an einer Ranke greifen. Achso, ja, okay, aber das war richtig. Nach oben... Nein! Nein, was mache ich denn? Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Aber ich habe es ja verstanden. Ich muss den nach oben werfen und dann halt mich rechtzeitig an die Ranke hinhängen und dann selber nach oben. Ja. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Und wenn das ganze Level darauf beruht, dass ich immer mit den Shells halt solche Sachen machen muss. Okay, gut. Kann ich hier jetzt ein Leben? Hier kann ich ein Leben bekommen, okay. Yeah, gleich 3 Leben sogar, okay. Ja, aber dann probiere ich es. Also ich war sogar schon jetzt kurz davor zu skippen, ehrlich gesagt. Wenn da jetzt noch eine weitere sehr schwierige Stelle gekommen wäre. Aber jetzt vor allem mit den 3 Leben würde ich jetzt erstmal nicht mehr skippen. Weil wenn ich halt 3 Leben bekomme, dann habe ich ja quasi 3 Extra-Versuche, könnte man sagen. Und deswegen, das ist eigentlich in Ordnung so, würde ich sagen. Okay, jetzt langsam hier nach unten. Genau, ich kann auch wie gerade eben immer kurz Pause drücken, um mir anzugucken, was als nächstes kommt. Das sollte ich wirklich häufiger machen. So, okay. Und ja, ich muss wirklich immer anscheinend einen Panzer mitnehmen, um dann am Ende von dieser Fahrt irgendwas aktivieren zu können. Oder auch um Gegner zu besiegen. Aber ich will ihn schon behalten. Also ich will den jetzt nicht verschwenden eigentlich hier. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, ich krieg nochmal einen neuen oder ich brauche hier keinen. Ja, da ist ein großer Panzer, aber den kann ich halt nicht aufnehmen. Okay, da muss ich rein. Ja, da ist auch eine Tür da unten. Die verschlossene. Hätte ich einen Schlüssel irgendwo finden können für einen Bonusraum? Hm. Habe ich auf jeden Fall keinen gefunden. Keine, ja, keine Ahnung. Okay. Oh Gott. Der Hammerbruder hat gerade ein Upgrade bekommen. Jetzt wurde er zu einem Amazing Flying Hammer Bro. Das ist ja auch total witzig, weil in Mario World gab es ja wirklich... Das war knapp. Gab es ja wirklich so Hammerbrüder, die auf so Wolkenplattformen entlang geflogen sind. Und die hießen, glaube ich, Amazing Flying Hammer Bro. Oder im Deutschen unglaublicher fliegender Hammerbruder. Das hat, glaube ich, wirklich der offizielle Name von denen. Okay, Secret, cool. Und das hat er gerade so ein bisschen nachgemacht, der Hammerbruder, anscheinend. Okay. So, Panzer wieder. Die sind ja hier sehr wichtig und erstmal Bowser Junior. Ja, hätte ich mir aufheben sollen, den Panzer? Vielleicht. Aber ich hoffe mal, das passt schon. Achso, du hast jetzt den Schlüssel wahrscheinlich, oder? Weil das war nämlich doch nicht optional. Genau, du hast den Schlüssel. Und ich muss dann gleich durch die verschlossene Tür halt wieder, halt einfach weiterkommen im Level. Okay. Das erklärt einiges. Gut. Dann brauche ich, glaube ich, wirklich keinen Panzer. Und dann ist alles gut. Okay. So, was kommt noch alles? Checkt man erstmal, ja. Ich dachte mir schon, dass es noch weitergehen würde. So, und weiterhin viele Koopas natürlich hier. Also ja, gerade in einem Level mit so vielen Koopas sollte ich wirklich immer gucken, dass ich einen Panzer dabei habe. Hier zum Beispiel jetzt auch. Na, scheiße. Klappt das jetzt eigentlich? Ach, das ist ja cool. Okay.
Okay, ich habe gar nicht gecheckt, dass es irgendwie mit dem Wind funktionieren würde. Aber doch, es klappt. Da ist noch Bum-Bum und das Power-Up bringt mir jetzt wenig. Außer ich komme da gleich in den Raum direkt rein. Münzen bringen mir jetzt auch nicht mehr so viel eigentlich, weil ich habe eh schon 3 Leben. Ich könnte noch ein bisschen mehr aufstocken, dass ich dann sehr viele Münzen... Hä? Sehr viele Münzen habe, wenn ich das Level... Nein! Wenn ich das Level verlasse. Okay. Das war jetzt noch ziemlich knapp sogar. Sag mal, weg mit dem. Okay. Zeit damit haben wir jetzt auch noch sogar, aber... Ich weiß nicht. Ich werde mir jetzt mal nicht megamäßig beeilen. Ein bisschen vielleicht. Und ich benutze den Panzer lieber gegen die Montys sogar, ja. Weil da rechts würde ich halt Münzen bekommen. Aber Münzen sind mir jetzt erstmal egal. Muss ich sagen. Ich will das lieber schaffen dafür. Es ist besser, mit vielen Münzen das Level abzuschließen, ja. Ah, Pilz. Okay, nice. Was? Es geht nicht? Nein! Ich dachte, man könnte auf Bum-Bums... Scheiße. Man könnte auf Bum-Bum... Spin-Jumpen. Okay. Auf Bowser Jr. geht's ja, aber nicht auf ihn. Wirklich? Egal. Aber wir kriegen hier nämlich eh noch... Sind wir jetzt am Ziel? Wir kriegen eh noch sehr viele Münzen. Also das ist alles gut. Und ich kann noch sehr viele Münzen hier sammeln, bevor wir das Level gleich abschließen werden. Ja, da unten muss das Ziel sein, weil es scrollt nicht mehr weiter. Oder sind wir in einer Sub-Area? Nee, ne? Da habe ich jetzt noch sehr viel Glück gehabt. Man hätte eigentlich einfach geradeaus runterfallen sollen, natürlich. Puh, aber wir haben 97 Münzen, was echt optimal ist. Und das war übrigens auch wieder ein sehr schönes Level. Hatte sehr coole Ideen. Die Panzer wurden klug eingesetzt, finde ich. Es hatte schöne Secrets. Ja, kann ich eigentlich auch nicht so wirklich was Negatives sagen. War echt cool. Und es läuft hervorragend, möchte ich meinen. Wir haben ja Geschichte geschrieben, weil ich 100. bin oder zu den besten 100 gehöre, jetzt sogar 78. schon. Und wir haben immer noch 8 Leben übrig, wie auch am Anfang des Videos, aber wir haben ja sogar 97 Münzen, also mehr. Also wir haben uns sogar verbessert, was das noch angeht. Also vielleicht komme ich sogar noch unendlich weit. Also ich glaube, um Erster zu werden, müsste ich 450 Level schaffen oder so. Der beste Mario Maker Spieler hat 450 Level geschafft. Und na, das schaffe ich glaube ich dann doch nicht mehr ganz. Aber ich habe jetzt aber wirklich kein Ziel mehr. Ich will einfach jetzt noch so weit kommen, wie es irgendwie geht, dass ich halt noch viele Plätze gut machen kann. Genau. Und ich habe sogar auch eine Goldmedaille bekommen. Und den Koopa-Anzug. Aber den zeige ich jetzt mal nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, wofür ich die Goldmedaille bekommen habe. Weil ich unter den besten 100 bin. Wahrscheinlich. Ich denke mal, das ist dann hier der Fall. Okay. Aber ja, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter und mal gucken, wie weit wir hier noch kommen können. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.